der Agent Tavis. Ja, der Agent Tavis ist in meiner Hinsicht einer der schönsten Tiere auf Ark. Ist ein ziemlich großer Vogel, adlermäßig. Sehr schön. Seine Eier, die er legt, gut nutzbar für ein Spino, wenn man Spino machen möchte. Und mit Kibbel relativ schnell gezähmt. So ein High-Level mit Kibbel, so 40 Stück braucht man dann schon. Circa. Schafft man schon in 2,5 Stunden fertig. Auf dem offiziellen normalen Server. Und dafür bräuchte man natürlich ein Stego. Also, um halt so ein Agentar zu machen, bräuchte man schon ein paar Stegos, damit man Eier machen kann, um auch Kibbel für diesen Agentavis zu machen. Schnell ist er nicht gleich am Anfang, wenn man einen gezähmt hat, aber man kann ja auch schön als ein kleiner, schneller, wie dieser Vogel hier ist, kleiner, schneller Flieger machen. Besser ist aber für den Fleisch, das ist so einer, den man so relativ noch machen kann. Zwar 50. Level. Quetz ist nicht einfach zu schießen. Ja, das ist aus dem, würde man eher dann doch vielleicht ein kleiner Transporter draus machen. Und mit dem kann man auch schon, wenn man ihn gut leveln tut, vernünftig, bisschen Tragkraft. Nahkampfschaden kann man mit denen auch schon ein paar Tierchen durchaus töten. Betäuben kann man den relativ gut mit Betäubungspfeile. Ist auch schon ratsam. Liegen, also betäubt, bleibt auch relativ lange auf dem Fußboden. Die Zuchtzeiten sind nicht ganz so lange. Wenn man einen züchten möchte, braucht er so circa 2,5 Tage mit Ausbrüten gerechnet. So die Brutzeit dauert so circa 3 Stunden, Babyzeit 6 Stunden. Ja, ein sehr, sehr schöner Vogel. Gibt auch in viele verschiedene Variationen an Farben. Aber meistens sind sie eher heller gehalten, wie man hier so sieht. Haben wir hier schon ein paar. Grün sind sie überwiegend auch so hell oder hellgrün. Dann gibt es auch orangefarbige, die sind dann so alles ein bisschen seltener. Auch ganz manchmal gesehen, schwarz-rot-gold tatsächlich, so wo die Spitzen mehr gelblich sind, Körper schwarz-rot, so die Flügel, gibt es auch hin und wieder mal gelegentlich. Geil sind die mit den roten Strähnen vorne dran. Sieht schon sehr nett aus. Wie gesagt, einer der schönsten Tiere nach meiner Meinung im Ark. Auch da lassen sich die Geschmäcker doch ein bisschen dran glauben, aber es ist schon ein tolles Tier. Kann man gut bisschen was mit tragen, wenn es sein muss. Bisschen Eisen kann man durchaus vom Vulkan aus damit holen, wenn man das bisschen geschickt angeht. Ja, ein Low Level braucht auch nicht besonders viele Pfeile. Man kriegt ihn recht gut auf den Boden. In dem Sinn sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.